Hallo und herzlich willkommen bei FTB-TV. Mein Name ist Johannes Bünke. Heute zeige ich euch, wie ihr Zykluszeiten beim Bohren optimieren könnt an der Drehmaschine. Das geht aber auch auf CNC-Maschinen bei den Fräsmaschinen. Also, ich mache jetzt ein paar Videos zum Bohren an der Drehmaschine. Ich werde Ihnen in den nächsten Videos zeigen, wie das Bohren an der Drehmaschine überhaupt funktioniert. Wir machen das wieder am Programm und schlussendlich simulieren wir das auch an der Maschine. Ich zeige Ihnen wieder, wie Sie da die Werkzeuge einrichten und so weiter. Heute gebe ich schon mal einen groben Überblick, welche Vorgehensweisen es gibt und wie Sie die Zykluszeiten beim Bohren optimieren können. Und das werde ich Ihnen dann natürlich auch anschließend zeigen, wie wir jeden einzelnen Schritt machen, wie wir letztendlich die Bohrungen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, programmieren werden. Das werde ich alles in den nächsten Videos veröffentlichen. Also, wir machen einmal einen groben Überblick. Ich werde Ihnen vier Methoden zeigen, mit denen Sie bohren können. Methode 1, Methode 2, Methode 3 und Methode 4. Ich hoffe, das kann man auch gut sehen. Noch ja. Also, Methode 1 ist, wir bohren immer beispielsweise mit dem halben Durchmesser. Das würde dann, wenn wir jetzt hier in das Material rein wollen, wenn ich Ihnen das einmal aufzeige, hier so ungefähr. Hier mache ich auch das Material hin. Ich mache das einfach mal durchgehend. So, wenn wir jetzt sagen, hier ist das Material. Bei Variante 1 bohren wir, sage ich mal, mit einem halben Durchmesser rein. So, dann gehen wir wieder hoch. Gehen wir wieder. So. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. 5 Schritte. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Und das heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise immer den halben Durchmesser zugestellt wieder. Also von der Tiefe her, bis wir wieder rausgefahren sind, um den Span zu räumen, wie auch immer. So, also wir wollen Span rauskriegen, dass der Bohrer sich nicht verklemmt, dass die Spitze nicht heiß wird oder zum Beispiel abbrechen kann und so weiter. Also das beugen wir einfach damit vor, dass wir wieder rausgehen. Zweite Möglichkeit, die wir haben, ist folgende. Wir können den ersten Schritt mit bis zu 5 mal D zum Beispiel tief bohren. Also wenn wir sagen halb, dann wären wir ja schon hier unten. Dann gehen wir raus und dann gehen wir vielleicht nur noch 2 mal D nochmal zurück und dann bis auf Endtiefe. Das heißt, wir haben nur 1, 2, 3 und die Zykluszeit schon deutlich verbessert. Eine andere Möglichkeit, die empfehle ich, wenn Sie Span brechen wollen, wenn Sie mit hohen Vorschüben reinfahren und ein langer Span entsteht, wie wir das Ganze umgehen können. Da programmieren wir später eine Verweilzeit, zeige ich Ihnen auch, wenn es soweit ist. Und hier fahren wir nicht komplett raus. Bei diesen beiden Varianten sind wir komplett mit der Spitze rausgefahren und das machen wir hier nun nicht. Das heißt, wir fahren rein, Stück raus, rein, Stück raus. Ja, also das ist einfach nur, oder wir verweilen. Also es würde dann auch so gehen. So. Also es steht jetzt einfach für eine kleine Verweilzeit, dass wir da bleiben. Wir müssen nicht mal zwingend zurückgehen. Ist sogar noch ein bisschen besser, weil wir hier natürlich noch den Weg hoch haben und hier verweilen wir nur kurz, geht schneller, aber das ist eher zum Spanbrechen und das ist eher zum Säubern. So, und die vierte Möglichkeit ist ganz einfach und raus. Dann können wir das verwenden bei nicht so tiefen Bohrungen, wenn das Material besonders weich ist, da können wir das alles verwenden. Oder auch, wenn wir einen Bohrer haben. Wir haben ja zum Beispiel hier den Bohrer. Und der hat in der Spitze hier Kühlkanäle. Und dann drückt er quasi den Span gleich raus. Und da können wir auch diese Verfahrensweise benutzen.
Also, was verwenden wir nun? Also, das ist die ungünstigere Methode. Greifen Sie bitte zu dieser. Noch besser zu dieser. Da müssen Sie aber abwägen, diese Bohrer mit der Innenkühlung sind natürlich etwas preisintensiver. Da müssen Sie selber sehen, wie das in der Fertigung bei Ihnen sinnvoll ist. Und das empfehle ich beim Spanbrechen. Ja, in den nächsten Videos zeige ich Ihnen, wie wir einfache Bohrungen programmieren, wie wir die Bohrung mit diesen vier unterschiedlichen Methoden programmieren auf dem Programm Sinomeric 808D, sowohl am PC auch als an der Maschine, und das ganze Einrichten, Werkzeuge mache ich mit von A bis Z mit Ihnen durch. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, kurzen Daumen hoch, gerne kommentieren, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Ja, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, und bis zum nächsten Mal. Ciao.